Ich muss die Bergleute finden. Schnell. Die Bergleute. Einer von ihnen sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich habe... Seid ihr okay? Wer bist du? Corvin schickt mich. Seid ihr verletzt? Mein Bein. Ich war... zu nah an der Explosion. Was ist passiert? Wir haben im hinteren Tunnel gesprengt, aber die Stützen hielten nicht und er brach ein. Ich glaube, der Ablaufschacht ist blockiert. Das Wasser floss so schnell hier rein, wie ich Bier trinke. Wir konnten uns knapp hierher retten. Irgendetwas hält das Wasser also in den Tunneln. Was überlegst du? Ich habe eine Idee. Gibt es hier noch Sprengstoff? Bist du verrückt? Ja, da ist noch welcher oben. Aber du brauchst Zündschnüre. Bist du verrückt? Du bist verletzt. Und ich lass dich nicht hier. Schlimmer kann sie es ja wohl nicht machen. Ihr wartet hier. Ich muss herausfinden, was den Ablaufschacht blockiert. Und es hochjagen. Die Strömung ist stark hier. Ich sollte unter Wasser nach einem Vorsprung für einen Schub suchen. Geschafft. Da ist der Schub, der...
Vielleicht kann ich unbemerkt vorbeischwimmen. Die Maschine sieht mich. Das waren alle. Jetzt muss ich einen Weg rausfinden. Ich muss einen Weg zu diesem Sprengstoff finden. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Ich sollte diesen Gleisen folgen. Vielleicht führen sie zum Sprengstoff. Mal sehen, wohin sie führen. Da ist der Sprengstoff. Oben auf dem Gleis. Ich muss da nur irgendwie rüber.
Das hat geklappt. Oh, schätze, er hat mich entdeckt. Das waren alle. Jetzt sehe ich nach den Bergleuten. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Sie ist tot. Das wissen wir nicht. Hier scheint ja alles okay zu sein. Geschafft. Ich dachte, du wärst Konfetti. Kommt ihr beide jetzt zurecht? Ich bring den Idioten hier raus. Keine Sorge. Danke. Ich lasse Corvind wissen, dass es ihm gut geht.
Ich habe die beiden gefunden. Sie sind in Sicherheit, aber etwas eingeschränkt. Sind das alle? Genau. Ich will mir gar nicht ausmalen, was ohne dich passiert wäre. Ich wusste, wir sprengen zu viel, aber der Kerl, der die Mine ausbeutet, Alvend, hat mich unter Druck gesetzt. Ich habe versucht, gegen ihn anzukommen. Jeden verdammten Tag. Ich hätte stärker sein müssen. Du warst für deine Leute da, als sie dich brauchten. Das ist auch viel wert. Alvend kann mir drohen, wie er will. Ich schicke meine Leute nicht nochmal in diese Mine. Kommst du jetzt zurecht? Ja. Ich kriege das hin. Ich stehe in deiner Schuld. Ständig höre ich von diesem Alvend. Und nur Schlechtes. Früher oder später wird sich jemand um ihn kümmern müssen. Alvend ist sicher begeistert. Wie mein Onkel zu sagen pflegte, lieber ein halbes Sprichwort. Bloß nicht unser Bier. Der Weg nach Fahrlicht ist frei. Bewegung. Du bist nicht Gardist, Ehrend. Ich gehe erst weiter, wenn der Hauptmann... Wenn ich alle Dornrücken beseitigt habe. Und das habe ich. Befehl des Hauptmanns. Ihnen geht es also gut? Angeschlagen, aber sie leben. Und sie warten voraus auf dich. Aber ich sollte doch 3 Eskorten haben. Ich gehe nach Fahrlicht, Wardis. Wie Aloy gesagt hat, Befehl des Hauptmanns. Du kannst hierbleiben. Ich? Dem Gesindel überlassen? Sicher nicht. Ich schätze, dann kommst du wohl mit mir. Wir sehen uns dort, Aloy. Tja, nachdem das erledigt ist, kann die Gesandtschaft endlich stattfinden. Wenn ich durchkomme, kann ich Silence aufspüren. Hades. Vielleicht sogar ein Gaia-Backup. Dann kann ich direkt nach Fahrlicht gehen. Oder mich erst noch im Schrecken umsehen. Und vielleicht Petras Drink annehmen.
Und zweitens, diese Taverne schließt nie. Na, guten Tag. Das war's dann. Ich versuche nicht dran zu denken. Also danke, dass du davon anfängst. Erstaunlich, dass du dich von deiner Werkbank hast losreißen können. Im Anrecht passiert nichts Interessantes mehr. Das Anrecht kennt man. Darum stoßen wir so weit ins Unbekannte vor. Sieht aus, als sehnst du dich nach einem Kampf. Retterin von Mary. Marien, komm mal hier rüber. Meine Augen sind hier oben, Schwester. Du wolltest mit mir sprechen? Tja, du weißt besser als sonst wer, dass es da draußen gefährlich ist. Und nicht nur wegen der Maschinen. Ich bin Orduk. Das ist mein Trainingsplatz. Der beste Ort für Nahkampftraining diesseits des verbotenen Westens. Tja, wer würde im Kampf wohl gewinnen? Du, die Retterin von Meridian, Streiterin des Ostens. Oder das Fortdauern, Meister des Westens. Wer? Das Fortdauern. Ein legendärer Tenakt-Krieger, der Meister der Meister. Es heißt, die Tenakt hätten Trainingsplätze wie dieser hier. So werden ihre Krieger so stark, verstehst du? Und nur wer auf dem Platz am besten ist, darf mit dem Fortdauern trainieren. Um das Fortdauern zu finden, müsste ich also Ausschau nach solchen Trainingsplätzen halten. Da stünde dir ein weiter Weg bevor. Von den Tenakt gibt es 3 Clans. 3 Clans, 3 Hauptstädte, 3 Trainingsplätze. Ich schätze, du müsstest sie alle besiegen, um mit dem Fortdauern zu trainieren. Das heißt, falls die Tenakt dich nicht sofort töten. Aber das ist Zukunftsmusik. Denn für den Augenblick biete auch ich dir Prüfungen für dein Kampfgeschick. Wer wäre mein Gegner dabei? Du? Ja, du bist die Retterin und all das, aber du musst erst alle anderen besiegen, um mich herauszufordern. Wir benutzen aber nur stumpfe Klingen und Übungspfeile. Sonst würden diese Trunkenbolde sich gegenseitig aufspießen. Du musst bis auf Speer und Übungspfeile alles am Tor zurücklassen. Aber keine Angst, ich passe auf deine Sachen auf. Also, was sagst du? Lust auf ein Training? Warum nicht? Das höre ich doch gern. Das Schicksal führt uns immer wieder zusammen. Ignorierst du mich? Was bin ich? Leichte Angriffe sind schnell, aber leicht zu blocken. Also übe sie mit anderen zu kombinieren. Ihre Angriffe durchbrechen die Abwehr und sind stärker. Aber sie sind langsam, so können deine Gegner kontern. Angriffe durchbrechen die Abwehr und richten massiven Schaden an. Doch sie sind langsam und du verwundbar. Also achte aufs Timing.
Ja! Sein Schwert scheint ihn nicht aus einem Angriff zu ziehen. Schwere Angriffe oder Kombinationen in der Defensive schneller. Nutze diese Energie. Greife deinen Gegner an. Versuch ihn zu energetisieren. Die Rüstung ist hin. Jetzt schieß drauf. Ein heftiger Energiestoß kann Schaden anrichten. Ignorierst du mich wieder? Ja! Nicht schon wieder! Das kann nicht besser werden. Die Retterin von Meridian gewinnt! Das reicht erstmal. Es sind noch Trainingseinheiten offen. Bis zum nächsten Mal.